Hallo, liebe Freunde der Müller Verschmankerlküche. Meine Tochter hat wieder mal was auf TikTok entdeckt. Oder was auf Instagram. Egal, wir kochen es nach. Ganz einfach lecker und Flottikowski. Nö, wir brauchen Tomatensauce, Käse, Tomaten, Hähnchenfleisch und Bacon. Kann auch vegetarischer sein. Völlig egal. Wir brauchen Gewürzsalz, Chili, Salz, Pfeffer, Oregano. Die gute alte Sahne. Nudeln. Blattspinat, den haben wir schon gewaschen, genauso wie die Tomaten, die sind auch schon gewaschen. Und natürlich Zwiebeln und Knoblauch. Als nächstes brauchen wir noch Pfanne und einen Topf. Und natürlich eine heiße Herdplatte, wo der Topf dann raufkommt. Mit dem Nudelwasser. Jetzt brauchen wir ein bisschen Olivenöl. Das kommt jetzt in die Pfanne rein. Jetzt kommen die Zwiebeln rein und der Knoblauch. Dann kommt schon mal das Hühnchen rein und der Bacon und das lassen wir jetzt schön sanfte anbrutzeln. So, jetzt kommt die Tomatensauce rein. Schön rühri rühri. Können wir jetzt auch gleich die Gewürze mit reinschmeißen. Jetzt kommt auch die Sahne dann gleich rein. So, jetzt kommen die Tomaten dazu, die brauchen nämlich ein bisschen. Die lassen wir so, wie sie sind. Dann kommt der Blattspinat dazu. So, das schaut einmal schon mal richtig geil aus. Zum Verfeinern habe ich jetzt noch ein bisschen Pfeffer drüber. Die Nudeln dazu und so wäre dann das fertige Gericht. Ihr könnt jetzt natürlich noch ein bisschen Käse dazugeben. Ich habe hier immer den groben, den Parmesan, den groben. Der ist richtig geil. Und ja, das ist einmal ein schönes Gericht. Lasst es euch schmecken!